Hallo und herzlich willkommen zum Wort der Woche, wie immer mit Head Coach Christian Held. Moin Christian, grüß dich. Moin und frohes Neues an alle. Genau, das wollte ich auch gerade sagen, frohes Neues an euch da draußen. Wir sind heute nicht in Bargeshagen, denn wir sind in der Stadthalle. Hier laufen die Vorbereitungen auf das Spiel gegen Bayern München, was direkt vor der Brust steht. Aber bevor wir auf Bayern kommen, Christian, ganz kurz zu dem letzten Spiel. Das war Frankfurt am 26.12. im letzten Jahr quasi. Ein, zwei Worte zum Gegner, ein, zwei Worte zum Spiel vielleicht. Ja, war ein schwieriges Spiel für uns. Ich glaube, das hat man gesehen. Zum einen die lange Zeit, die wir über Weihnachten dann unterwegs waren. Zum anderen der kurzfristige Ausfall von Jaquan. Und dadurch, dass es eben so kurzfristig war, auch nicht wirklich die Chance, darauf zu reagieren. Also im Sinne von Dinge umzustellen. Alles in allem, glaube ich, haben wir es in der ersten Halbzeit geschafft, das noch einigermaßen zu kompensieren. In der zweiten Halbzeit, finde ich, hat man dann gesehen, dass uns die Energie vor allem gefehlt hat, die Energie defensiv gefehlt hat und dann auch in der Offensive. Und deswegen nochmal Glückwunsch an Frankfurt, die das dann auch zu Recht gewonnen haben. Und die, muss man auch ehrlich sagen, in der zweiten Halbzeit mit, ich glaube, 13 aus 20 von 3 auch einfach überragende Quoten geworfen haben an dem Tag. Du sagtest eben schon, dass Jaquan nicht spielen konnte. Wie schwer ist die Verletzung? Sehen wir ihn gegen Bayern wieder? Also logischerweise war es ein bisschen schlimmer, sonst hätte er gespielt. Das war was aus dem Kreuzheim-Spiel noch kam. Aktuell sind wir sehr zuversichtlich, dass wir ihn gegen München sehen. Wen wir nicht sehen werden, ist Gabriel de Oliveira. Der hat kurzfristig einen Wechsel jetzt hingelegt zu Leverkusen. Dazu ein paar Worte. Ja, Gabriel ist mit dem Wunsch auf uns zugekommen, zu wechseln. Wir haben dem entsprochen und wünschen ihm alles Gute. Wunderbar. Dann kommen wir zu den Bayern. Halle wird ausverkauft sein, wird wieder ein Spektakel, ähnlich wie gegen Alba. Wie schätzt du den Gegner ein? Absolute Top-Mannschaft. Also ich meine, sie spielen seit Jahren nicht nur auf deutschem Top-Niveau, sondern auf europäischem Top-Niveau. Dafür gibt es Gründe. Und sie kämpfen, sie haben in den letzten zwei Jahren Playoffs gespielt, dieses Jahr in der Euroleague ein bisschen mehr Probleme, aber auch da sieht man, eine Mannschaft wie Bayern München hat einzelne Ausfälle und sie haben damit Probleme. Also wie schwierig das ist, sowas zu kompensieren, und ich glaube, das ist auch der einzige Grund, warum sie aktuell hier und da Probleme haben. Eben weil sie nie auf die oder selten auf die komplette Mannschaft zurückgreifen können, weil sie immer Dinge umwerfen müssen. Und es muss bei uns alles perfekt laufen, damit wir eine Chance haben, sie hier zu Hause ärgern zu können. Aber wir haben eine Chance. Man hat in jedem Spiel eine Chance. Das ist Sport, das macht den Sport so interessant. Deswegen freuen wir uns auf so viele Leute in der Halle, weil man immer eine Chance hat. Aber man muss natürlich ehrlich sagen, dass die Qualitätsunterschiede immens sind. Das liegt in der Natur der Sache. Aber wir werden alles geben. Wir werden alles reinwerfen, was wir haben. Und dann muss das Spiel erstmal gespielt sein. Ganz genau. Ich gehe davon aus, dass die Fans hier in der Halle auch alles reingeben werden, alles reinwerfen werden, euch lautstark unterstützen werden. Wir sind heiß, ihr seid sicherlich genauso heiß. Wir freuen uns auf ein großartiges Spiel. Wir hoffen, ihr seid dabei, und dann sehen wir uns sicherlich demnächst wieder zum Wort der Woche nach dem Bayern-Spiel. Danke euch, bis bald. Danke. Okay.